So, da sind wir wieder bei Tomb Raider Underworld. Gott, diese Titel kann ich mir nie merken. Das ist schrecklich. Ja. Also, gestern mich mit Medikamenten und sonstigen vollgepumpt und was zur Hölle. Vollgepumpt, dass meine Stimme wieder halbwegs normal wird. Und ja, ich glaube, sie hört sich noch leicht krank an, aber war wieder besser. Hoffe ich, zumindestens. So. Okay, da oben war was drin. Genau dort oben. Da klettern wir jetzt hin. Aber als erstes schauen wir nach rechts, weil da bestimmt Feinde sind, oder? Was halten Sie A gedrückt, um auf engsten Raum zu wenden? Warum sollte ich hier wenden wollen? Bin ja mal gespannt. La 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 la. Ah. Okay, wenden könnte ich. Hallo Vase. Hallo Schatz. Cool. Was machen wir nochmal hier? Irgendwie Thors Gürtel, glaube ich, damit wir an seinen Hammer rankommen. Genau. Ah. Oh, so wollte ich doch einen Paten. Ach, egal. Okay, da geht's runter. Und da rechts oben geht's hoch. Schauen wir erstmal, ob wir da hochkommen. Bitte. Sie kann über alles drüber klettern. Aber kaum kommt so eine kleine. Warum stellt sich die Kamera immer so? Egal. Kaum kommt eine kleine Wand, kann sie nichts mehr machen. Sprinten kann sie auch scheinbar auch nicht unendlich. So, schau ich mal da hoch. Lara, Clara. Dann wieder. Es ist zufälligerweise immer genau in diesen perfekten Abständen so Kerben in der Wand drin sind. Dieses Spiel ist voller Zufälle, die aneinandergereiht sind. So, da ziehen wir uns hoch. Hä? Ist da oben jetzt nichts Besonderes? Besonderes. Ja, klar. So wie hier die immer. Besonderes. Wird uns doch extra so angezeigt. So, hey, schau mal darüber, da ist was, was du haben willst. Hallo. Was ist da noch mehr drin? Lala. Bäh. Schauen wir erstmal nach rechts. Das ist mir. Entschuldigung, zu doof. Laura, was machst du da? Ich drücke nach rechts. Und sie tanzt. Dance! Move your body! Dance! Lau! Hallo? Ah, geht doch. Lauf, du dumme Fotze! Nein, oh Gott. spring einfach in dieses tiefe, ungewöhnliche Loch hinein. Yay! Wo es überhaupt nicht aussieht, als würde es uns Felsen gleich verfolgen oder sonstiges. Das wäre doch mal cool. Nein, eigentlich nicht. Ja, was geht denn hier ab? Was war da links und was ist hier geradeaus? Ich frage mich immer noch. So, wo kommen wir jetzt hier raus? Und wo so, wieso? Ha! Eine Sekunde! So, jetzt sind wir wieder hier vorne. Weil ich glaube, dieser Tipp mit dem Wenden war fürs Motorrad gemeint. Da sollen wir wahrscheinlich mit dem Motorrad durchfahren. Also machen wir doch erst diesen Schmarrn oder probieren ihn zumindest nochmal und geben nicht gleich nach einem Versuch auf. Sind wir denn Weicheier? Nein, wir sind keine Weicheier, wir sind pure Männer. Wir essen Schokolade und trinken Blumen. Was? Ja. Genau das wollte ich auf jeden Fall sagen. Dass echte Männer Blumen essen. Trinken. Okay. Ich höre auf, darüber zu reden. So. Also, was müssen wir hier machen? Reinhaken. Dann, wenn wir da runtergehen. Geht es auf. Aber wie komme ich so schnell da runter? Oder muss ich da wirklich erst was machen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Lust mehr, so langsam darüber zu klettern. Wir machen jetzt hier Vollspeed. So. Ich bin drin. Cool. Hallo.
Okay, wir haben einen riesigen Schädel in unserem Rucksack. In unserem. Ah ja, wir haben einen Rucksack. Ich dachte schon, wir haben nur einen imaginären Rucksack, aber wir haben einen Rucksack. Wir sind ja cool. Okay. Entschuldigung. So, dann müssen wir hier wieder Super Mario Style. Pam, pam, pam. Yahoo! Was war das? Und warum war diese. Ah, hallo! Jaguar! Da fahren wir doch gleich mit dem Jaguar weiter. Wir brauchen wir doch nicht unser hässliches Motorrad. Komm. Fast hat die Tasse nicht mehr gewusst. Hey, hallo Kätzchen! Ich hab dich auch lieb. Ich mach hier ein paar Rollen im Springen und schieße. Pam, pam, pam! So! Ah, scheiße, Kältung. Es tut mir leid, aber. So. Ja. Das wird seine Verfolgungs. Boah. Egal, machen wir mal was los, wird schon gehen. Yeah! Das war richtig. Hab mich schon gewundert, warum so lange Gänge kommen. Wir haben uns hier nur mit dem Motorrad durchbrettern. Und wir fahren Treppen hoch. Wir sind Lever Croft, wir können so etwas. Oh, wir halten wegen nichts an. Boah, Gott, hier ist nicht mehr gar nichts. Ob es der Leopard noch folgt? Ja, wahrscheinlich fährt er genauso schnell wie wir. Und da sind Menschen, aber ich fahre einfach rein. Rechtskurve, Längskurve, absteigen. Okay. Hallo. Soll ich da. Ich schau nochmal kurz raus. Ja. Entschuldigung, ich würde mich gerne muten. Sexy. Ich würde mich gerne muten, wenn ich huste, aber das kommt zu plötzlich. Was ist da, wenn ich nach hinten fahre? Ich will nach hinten fahren. Motorrad. Los. Los. Miau. Miau. Also, ich muss schon selber die Motorradgeräusche machen, weil sie für mich nicht cool genug klingen. Hä, da kann ich weiterspringen. Hä? Ich mache erst das hier. Eins nach dem anderen und dann immer weiterfahren. Dann parken wir hier schön rückwärts ein. So, auf der Treppe. Wie gewöhnlich für eine Frau. Hui, rollen uns hier durch. Und schauen, was es hier zu Rätsel lösen gibt. Oh, Katzi. Der Maya-Kalender hatte nur 360 Tage. Die übrigen 5 wurden Unglückstage genannt. Die Maya glaubten, dass sich jedes Jahr während dieser Unglückstage die Tore der Unterwelt öffnen würden. Fällt mir auch immer spontan ein, während so eines Abenteuers einfach so eine komische Geschichte zu erzählen. Dann drehen wir mal das Rädchen. Hey, guck mal, wir rutschen über den Boden. Hui. Hä? Müssen wir hier irgendwas einsetzen, oder stelle ich mich gerade nur zu doof an? Hey, da warte, liegt auch was. Können wir dich nehmen? Können wir dich drehen? Könnten dich drehen, aber es will nicht gedreht werden. Hä, ich verstehe es nicht. So wie alles in dem Spiel bisher. Ich entschuldige mich jetzt nicht bei jedem Husten. Es gilt einfach ein generelles Entschuldigung für jedes Husten, was während des Let's Plays auftaucht. So. Aber meine Stimme soll ja normal klingen und nicht so. Warum liegt da eine Leiche? Zwei Leichen. Lagen die vorher auch schon da? Neongürtel, der grün leuchtet. Oh, seht ihr? Wenn ich nach links schaue, nichts. Aber rechts, bam, Neongürtel. Wow. Den gibt's beim Toys R Us für 2,99. Ach, fahren wir einfach mal weiter. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Hui.